So, ein ganz herzlich willkommen zum neuen Part hier von Let's Play. Es geht endlich weiter, meine Freunde. Ja, es gab da und da mal ein paar. Ja, jetzt kleine Pausierungen von diesem Spiel, aber jetzt geht's weiter mit einer neuen Folge hier von Nintendo Switch von diesen neuen. Ja, noch eigentlich neuen. Doramens, sorry, es ist eigentlich noch neu. Für die Nintendo Switch, meine Freunde. Ich habe zwar nicht so viel gespielt, aber ich habe. Gut, leider meine Freunde, und es hat mir auch echt Spaß gemacht. Und ich habe sogar 7 Stunden und was weiß ich gespielt. Schon sehr viel, oder? Also eigentlich schon. Dann viel Spaß beim neuen Part hier. Und ich muss einfach mal ein bisschen mehr Liebe auch von diesem Spiel. Ich muss einfach mal ein bisschen mehr Liebe auch sehen in diesem Game. Also ich habe halt nicht so viel Liebe wie ich. Also am Anfang hatte ich schon sehr viel Liebe gehabt, aber ich muss auch jetzt mittendrin noch. Die schon das hatten, haben. Die schon das hatten. Wir ja schon gehabt, aber ich habe einfach noch ein paar Wünsche und das Spiel würde mich dann auch, das Spiel würde mir auch ein bisschen dann auch gute Laune auch verbreiten. Die gute Laune würde dann das Spiel auch mehr verbreiten, meine Freunde. Facepalm, aber ich bin ein bisschen peinlich, aber ich will auch einfach nur ein bisschen kommentieren hier. Nur ein bisschen kommentieren, deswegen nicht wundern. Okay, jetzt würde ich sagen, oh, das sieht sehr schön aus. Das würde ich definitiv auch sagen, meine Freunde. Ich bin so gespannt. Und jetzt wirklich viel Spaß. Ich bin sehr, sehr gehypt. Aber ich habe auch Bock drauf. So, los geht jetzt hier, meine Freunde. Bei diesem schönen, coolen Spiel hier. Ja. So. Wir haben zwar abends, aber ich würde sagen, wir machen trotzdem eine schöne Party. So, was haben wir denn hier? Was habe ich zumindest zu suchen? Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich heute zu suchen hier habe. Aber gut, okay. So. Heute werden wir auf jeden Fall hier nach Natura West gehen. Und meine Güte, manchmal habe ich so eine Phase, meine Freunde, wo ich halt eine Sucht habe. Zum Beispiel, ich will jetzt einfach Videos machen, also auf YouTube oder für YouTube oder wie auch immer. Und dann merke ich halt manchmal, oh, ich kann nicht mehr aufhören. Ich kann nicht mehr aufhören, Videos zu machen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Das heißt, dass ich halt. Ich kann halt ohne Videos nicht leben. Das ist halt wichtig, meine Freunde. Ich weiß aber nicht, ob es gesund ist, aber ich glaube schon, dass es gesund ist, das glaube ich auch. Also eigentlich ist Zocken nicht ganz so gesund, wie man denkt. Also wurde irgendwie bestätigt im Internet, aber ja. Fernsehen ist auch nicht besser als Internet. Also, ja. Dann würde ich erstmal sagen, nichts. Aber Also ich finde, man braucht, also als Mensch braucht man auf jeden Fall so eine App oder so ein Dingsbums, wo man sich mal ein bisschen abschalten kann. Weil ich finde manchmal, meine Freunde, man hat halt irgendwie nichts Richtiges, wo man so ein bisschen auch abschalten kann. Und da finde ich Internet und ja, so ein bisschen Fernsehkram finde ich auch echt gut, weil viele sagen, ja, ist ja Zeitverschwendung, aber nee, ich will das nicht so. Also für mich ist es ein bisschen Spannung am Abend und auch, ja, man kann aber auch am Abend, man kann auch morgen spielen, ist auch kein Problem. Morgens kann man auch immer spielen, das ist auch kein Problem für mich, meine Freunde. Genau, alles gut. Ja. Rauer. Und ich gönne mir eben eine Mandel, wenn ich zumindest darf, meine Freunde. Ich glaube schon, dass ich zumindest darf. Von euch aus, meine ich natürlich. Das ist lieb von dir. Okay, lecker, ja. Ja. Die sind auch sehr gesund, meine Mandeln. Also, meine Mandeln, die ich mir gerade gekauft habe, die sind sehr, sehr lecker. Ja, ich kann euch mal Werbung machen. Ich darf euch ja auch Werbung machen, meine Freunde hier. Flüssige Mandeln, die sind sehr lecker, meine Freunde, sind sehr lecker. Und schmecken auch sehr proteinreich. Also, das steht sogar auch auf der Verpackung drauf, meine Freunde, dass das sogar auch proteinreiche Mandeln sind. Also sind in Nüsse, also in so richtig leckeren Haselnüssen oder Walnüssen extrem viel Proteine drin. Das freut mich sehr zu hören. Ja. Ach, Mensch. Ich bin einfach zufrieden mit meinem Leben gerade. Das ist einfach so toll. Einfach das machen, wo man auch drauf Lust hat. Ja. Und wir machen einfach heute an. Ich mache zumindest einen entspannten Part heute mit euch zusammen, meine Freunde, bei diesem schönen Spiel. Genau so. Hier ist der Cooler, also hier geht es zum Coolerwald. Okay, auch interessant, meine Freunde, dass man hier zum Coolerwald kommt. Okay, interessant, ja. Okay.
Kann man auch hier angeln? Nee, kann man nicht. Da habe ich wenigstens meine Gewürze essen. Ich esse Gewürze, okay? Ich mache Picknick, okay? Da habe ich das so sagen, meine Freunde, wir machen einfach ein gemütliches Picknick am Abend. Das kann ich ja, wenn ich es nicht bis jetzt vergesse, würde ich hier gerne im Titel schreiben. Ich werde ein Picknick machen. Das wäre echt gut. Dann würde ich sagen, ja, mache ich ein Gewürz, eine Gewürz Party jetzt hier und werde es später machen, meine Freunde. Oder ich werde etwas essen holen, wo ich auch essen darf, meine Freunde. So. Aber ich glaube, war ich eigentlich schon mal hier? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich eigentlich mal hier war. Ich würde sagen, wir können ja morgen früh oder ach, wie auch immer. Ich mache kein Picknick. Doch, ich mache Picknick, aber ich kann ja jetzt erstmal ja, was machen und danach kann ich noch mal hingehen. Also heute Abend noch mal, heute Abend, wenn es doch geht. Ich muss mir aber auch den Weg merken, natürlich. Ja, ich glaube, so schwer ist es, glaube ich, gar nicht. Da sind wir ja wieder. Oh, cool. So, einmal bitte. Dankeschön. Samen bis einmal hier. Oh, cool. 20 Samen haben wir gekauft. Sehr nice. Und ein Gewürz, bitte. Ja, sehr gut. Und die Sachen, also das kann auch weg hier. Sicheln. Und das auch hier. Und das auch hier. Also ich finde es echt, also mich stört wirklich bei sehr, sehr vielen Stellen, meine Freunde, der Rucksack. Aber ich hab nämlich auch letztens in diesen großen Laden gesehen, dass man da auch einen Rucksack kaufen kann, der größer ist. Den würde ich mir auch kaufen, meine Freunde. Aber ich will jetzt auf jeden Fall auch irgendwas zu essen finden oder auch so, also auch irgendwas kaufen oder auch irgendwas finden. Also kaufen würde ich jetzt nichts mehr. Also ich würde es auch, ja, nicht verkaufen, weil nichts kaufen mehr, man, nicht meine Freunde, weil die Läden, die Laden oder wie auch immer es heißt, in Deutschen, sorry, haben schon auch schon zu, meine Freunde. Ich kann mir aber einen Fisch gönnen, ich kann mir Fisch eigentlich, ich kann mir eigentlich Fisch fangen und dann würde ich sagen, ja, werde ich da dann Petni machen. Dann würde ich dann da Petni machen, meine Freunde. Ich hoffe, man kann auch Fisch essen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man Fisch auch essen kann in diesem Spiel. Ich bin mir nicht sicher, meine Freunde, leider. Aber ich will auf jeden Fall auch irgendwo einen Platz finden, der mir gut gefällt, wo ich auch gut angeln kann. Wo ich auch echt gut angeln kann. Auch cool gemacht, ne? Auch sehr erfolgreich. Und die Karte ist echt schön gemacht. Also die Karte gefällt mir hier richtig gut in diesem Spiel, ohne Scheiß. Aber das Spiel, also ich hätte mir noch ein bisschen, ich hätte mir das Spiel noch ein bisschen besser. Ich hätte mir das Spiel noch ein bisschen größer vorgestellt, meine Freunde, aber ist auch eigentlich meine eigene Meinung, meine Freunde. Okay, komm, ist egal. Angeln, angeln, angeln. Hier kann ich angeln hier. Perfekt, kann ich angeln. Sehr schön, jetzt können wir angeln hier. Eine Runde. Na, das ist echt schön gemacht, na, das ist so ein bisschen wie auch bei Animal Crossing, kann man sagen. Also würde ich jetzt zumindest behaupten, meine Freunde, das ist so ein bisschen wie auch bei Animal Crossing ist, dieses Angeln. Nur man sieht halt nicht so gut die Fische hier. Also in Animal Crossing hat man die besser gesehen, weil die einbeißen. Muss den richtigen Moment anpassen. Und zack. Ja, ich weiß. Okay. War richtig. Kann man ja auch essen und nicht. Kann man nicht essen, nachher halt nicht. Och Mann, ich will es endlich essen, Mann. Ich will essen. Ich will Picknick machen. Oh Mann. Ich wollte auch Picknick machen, meine Freunde. Nochmal, es geht nicht. Aber ich kann ja.
Mach ich ein bisschen erkunden hier, wo ich noch was finde vielleicht. Oh, hier ist noch was. Hier sind Pfeifen. Oh, hier sind Pfeifenweg. Okay. War ich eigentlich schon mal hier? Ich weiß gar nicht, ob ich auch schon mal hier war. Am Pfeifenweg. Am Pfeifenberg, Mann, hier natürlich. Also, ich glaube schon. Hier ist noch was. Hier ist noch. Ah. Lecker. Kann man eigentlich auch Picknick machen, dieses Spiel? Ich bin mir gar nicht so sicher, meine Freunde, dass man auch Picknick machen kann, aber ist egal. So, dann würde ich sagen, ich mal eben zu diesen Orten dahin, wo ich auch hin wollte. Oder auch, ja, hin. Ja, komm. Ich hätte lieber mal meine Klappe, aber gut, okay. Ja, wir haben trotzdem einen tollen Ort gehabt hier und auch gefunden. Gut, dann würde ich sagen, haben wir Picknick gemacht. Wir haben ja, okay, haben wir auf jeden Fall. Wir haben Picknick gemacht, das reicht auch eigentlich. Wir haben Picknick, wir haben versucht, Picknick zu machen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man auch essen kann. Kann man überhaupt essen in diesem Spiel? Also ich weiß, dass man keine Fische essen kann, aber kann man überhaupt essen? Ich kann mich aber auch an, ich kann mir aber, ich kann mich aber auch an eine Stelle erinnern, wo ich auch gegessen habe. Und wenn es einfach gerade wie 3 Uhr nachts, was machst du hier? Was machst du hier draußen um 3 Uhr nachts? Ja, ich, ja egal, ich könnte es mir selber fragen, aber auch, aber ich hatte noch zu tun gehabt, deswegen bin ich halt jetzt erst hier am Start, meine Freunde. Okay, würde ich sagen, schlafen wir eine Runde, meine Freunde, jetzt. Und dann stehen wir morgen früh wieder auf. Ich weiß nicht, wann wir aufstehen, aber wir haben nur 3 Stunden Schlaf, aber ist egal. Ja, ist egal, komm. Ja, aber ja. Du hast mich angestrengt, meine Freunde. So, dann gießen wir mal wieder eine Runde, meine Freunde, wie immer. Sehr gut. Nee, bitte, sorry. Darf ich vielleicht mal, ja. Nicht angeln, ich will eben, lag schon. Na, bitte, ich will gießen. Zu wirklich gleich, meine Freunde. Dass ich mich so schlecht gerade benehme hier, aber ist egal. Ja, perfekt, das war ich sehr. Zack, hier. Gießen. Das passt gut so, Dankeschön. Ja, das passt echt gut so. Oh, wow. Wir können schon die Rüben nehmen. Oh mein Gott, meine Freunde. Oh mein Gott, und die Dünger, die. Das hat sogar gut geklappt, meine Freunde, mit den Düngern, weil die Dünger. Also die Dünger. Die Düngersamen haben auch die Rüben sehr gut und knackig auch versucht zu machen. Das freut mich, dass wir die Rüben auch so gut, ja, mit Dünger verbrannt haben. Sehr, sehr schön. Die sind alle glitzern, weil ich die mit Dünger bestreut habe, bevor die richtig welche sind und fahren und waren und so. Aber ist egal. Gießen, juhu. Kartoffel, oh. Gegossen. Ich weiß. Vielen Dank. Auch hier mal gießen eine Runde. Oh, wow. Weizen haben wir auch gegossen, der Weizen, das Weizen haben wir auch gegossen, meine Freunde. Oh, cool. Das freut mich des Todes, meine Freunde, dass wir so viel hier uns Mühe gemacht haben. Okay, genau. Dankeschön. Oh, was hast du denn hier? Das ist sehr, sehr schön gemacht, meine Freunde. Ohne Scheiß. Oh, was ist jetzt hier los, meine Freunde? Was ist jetzt hier los, meine Freunde? Oh mein Gott, was ist hier los, meine Freunde? Oh Gott. Sehr gut, Dankeschön. Tausend Dank, genau, Dankeschön. Aha, hallo, schön. Ich hoffe, dir ist trotzdem gut, mein lieber Dorman. Auch wenn du ein bisschen verzerrt aussieht, aber ist egal. Oh, da ist Dorman. Ich frage mich, was er wohl da so treibt. Er macht da fucking Scheiß. Er guckt sich da die Wohnung an. Oder er ist ein Verräter oder er will einbrechen oder er möchte, weiß ich nicht. Er möchte einfach Leute beobachten. Er möchte einfach ein paar Leute hier hinterhältig beobachten. Kann ich mir gut vorstellen bei ihm. Hey Dorman, was ist dir an? Hey Nobita, ich suche gerade den Beschwörungsreif. Aha, gut zu wissen, dass du es willst. Jo, oh ja, dann lass mich bei dir bei der Suche helfen. Auf jeden Fall. Danke, Kumpel. Manchmal bist du ja doch ganz hilfreich. Soll ich dir nun helfen oder nicht? Hey, ich mache doch nur Spaß. Das will ich hoffen. Hoffen sagst du nicht nochmal ich. Der hat nämlich gerade mir ein bisschen deswegen, ja, ich will was zu gebrauchen, hat er Gefühl gesagt. Aber gut. Hey, ihr beiden, was macht ihr da? Hallo. Wir sind auf der Suche nach dem Beschwörungsreif. Wo könnte er bloß sein? Ich helfe euch. Wirklich. Danke. Oh, hey, gerne. Ja, kein Problem. Hey, je schneller wir ihn finden, desto früher können wir ihn. Früher sehen wir ihn heim. Was gibt's, Leute? Was gibt's zu euch, meine Freunde? Ach, egal. Also, okay, vielen Dank. Wir suchen den Beschwörungsreif. Genau, richtig. Na dann, viel Erfolg. Dann, viel Erfolg. Wollt ihr uns dabei helfen? Ja, oh mein Gott. Wir sind beschäftigt. Sorry, nicht wahr?
Aber wenn die ihn finden, sagen wir euch Bescheid. Auf jeden Fall, vielen Dank. Wow, wie unhöflich. Nicht. Bis später, tschüss. Aha. Was? Autsch, Autsch, Autsch. Oh mein Gott, die haben dich geklappt, meine Freunde. Ach, Spaß, natürlich nicht. Entschuldigung, ich habe wohl nicht aufgepasst. Sagst du was? Pass mal nicht mehr auf, du Drecksack, alter Förder. Geh euch jetzt beiden gut, ey. Scheiß, ey. Die ganze Streitigkeit, meine Freunde, auch, das ist peinlich, ey. Oh mein Gott, wie, wenn ich einen Mensch umhauen würde oder umrennen würde, würde ich mich super, ich würde mir super Sorgen machen darum. Ich würde mir den ganzen Tag darüber Sorgen machen, dass ich einen Mensch umgehauen bin oder umgerannt habe. Ja, ich weiß. Okay, ich weiß, alles gut. Du bist ganz schön in Eile, Hermann. Alles in Ordnung? Ich glaube, er hat schlechte Laune. Ich glaube er nicht. Ich glaube er nicht, meine Freunde. Ja, Gemma hat mir Samen gegeben. Die muss ich dringend einpflanzen. Deswegen. Ja, vielen Dank. Wow, Hermann, deine Arbeitsmoral ist beeindruckend. Bester Farmer ever. Oh mein Gott, das ist meine Freunde. Was macht ihr denn da wieder hier, ey? Wir suchen nach dem Armreif, den Doramen verloren hat. Ah, ja, so dumm, ey. Ein Armreif. Du wolltest schon ein Ding, das man am Halsgelenk trägt. Aha. Gut zu wissen, gut zu wissen. Vielen Dank, genau. Man trägt es am Handgelenk etwa so oder etwa so. Weiß ich auch nicht, meine Freunde, aber ist egal. Warte, Hamor, an deinen Handgelenk, ey, meine Freunde, ey. Oh. Was? Ich weiß, ich habe schon wieder dieselben Klamotten an, aber. Oh, hat der etwa Doramens Beschwörungsreif geklaut? Ramon, wie dumm bist du auch nicht? Hey, wo hast du den Hermon? Was? Der hat ihn geklaut, na? Der hat diesen scheiß Armung. Der hat diesen scheiß Armreif geklaut. Bist du bescheuert im Kopf? Wie kannst du den Doramen so beklauen, ey? Bist du bescheuert? Bist du bescheuert, ey? Ich würde dich safe im Knast reinsperren, ey. Nein, Spaß, natürlich nicht. Aber trotzdem, wie kannst du das machen, ey? Also, es ist nicht hüpfig. Das ist Diebstahl. Da musst du echt angezeigt werden von so einer Scheiße, Alter, Bruder. Was ist denn so im Besonderen an diesen scheiß Armreif, Alter? Du bist nicht so blöd, wo hast du denn her, du Schlampe, ey? Ich muss Ausrede finden, was kriegst du eher von dir? Meine Oma hat ihn mir gegeben, als ich klein war. Als du klein warst? Du hast ihn also nicht erst vor kurzem gefunden. Genau, ich habe den Armreif seit ich ein Baby war. Was? Das ist unmöglich. Zunächst einmal gehört der uns. Huch, das ist ja schnell eskaliert. Oh Gott, da gibt es ganz viel Streit, meine Freunde. Oh mein Gott, meine Freunde, es gibt so deutlich Streit, meine Freunde, aber ist egal. Was ist denn los, meine Lieben? Ja, was ist los? Oh, hallo Oma! Sie beschuldigen mich, dass ich die Arme einfach geklaut habe. Oh nein, ich habe so ein tolles Problem. Sie sind jetzt das. Zunächst, dass der Dämon diesen Armriff gegeben als Erbiger. Sein Armreif, ja, das stimmt. Er lag beim Baum der Ältesten. Ich wollte dir einen Schatzschutz geben. Lädt ihr, ich schlamm, ist das so Drecksack, ey. Lädt wirklich aus wie der Beschwörungsreif. Ist er vielleicht während des Sturms aus der Tasche gefallen? Das würde Sinn machen. Oh, die Fresse, ey, so eine dumme Antwort, ey, so ein Scheiß, ey. Wollt ihr ihn haben? Ohne Reif kommen wir noch nie nach Hause zurück, meine Schande. Das bedeutet also, dass ihr für uns alle wichtig seid. Also, ich werde nicht hier bleiben. Ach, nee, ey. Das ist nicht wahr, oder? Die wollen nicht ernsthaft, dass ich jetzt hier irgendwie bleibe, aber ist egal, vielen Dank. Hamon, wir fliehen dich an, ich will dich vergehen. Und ich würde meiner Meinung nach auch einfach hier bleiben. Nicht wie ein Loser einfach abhauen. Ich will einfach immer zufrieden bleiben. Ich habe ja auch eine Arbeit gefunden, meine Freunde. Wie kann man mich eigentlich so beleidigen und so ärgern? Aber ist egal. Na los, Schatz. Das ist schon gut. Sie brauchen Hilfe. Sie brauchen ihn. Wirklich, Oma. Als ob wir jetzt den Armreif von ihm bekommen würden. Er hat aber doch gesagt, ob der von der Eiter hat. Ach, egal. Das ist eine schwierige Entscheidung. Ich hätte aber auch eine Bitte an dich, an euch. Eine Bitte. Ja, klar, worum geht's? Gemma hat mir auch neu auf dem Farm geholfen. Ich will aber nicht weggehen. Bitte nicht.
Ich will einfach hier bleiben. Vielen Dank. Ich möchte dir zum Dank etwas schenken, aber ich weiß nicht was. Ach, hab ich eine Idee. Ein hübsches Kleid. Ah, ein hübsches Kleid, würde ich sagen, meine Freunde. Und wenn du ihr ein hübsches Kleid schenkst, ein Kleid, meinst du das für das würde ihr gefallen? Und wenn du ein paar Pflanzen nur für sie sammelst, das wollte ich auch gerade sagen. Gute Scheiß. Ich weiß. An ihrer Stelle, ah, ich weiß. Vielleicht eine hübsche Muschel oder so eine Pflanze halt, meine Freunde. Guck mal. Eine Muschel, das würde ihr bestimmt gefallen. Oh, meine Freunde. Vielleicht eine Koralle, das ist eine gute Idee. Ach ja, ich weiß. Aber ist egal, alles okay. Wirklich, das wäre wirklich nett von euch, Leute. Finde eine Muschel und ich gebe euch einen Armbrief. Dann lasst uns mal mit der Suche, ja, loslegen, ne? Auf jeden Fall, meine Freunde, auf jeden Fall, vielen Dank. Bis hier auf dich, bitte, Peter. Schaffst das Menschen, bist der Beste der Welt. Ja, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Also okay. So, aber beim nächsten Mal geht es weiter bei dieser Let's Play. Bei dieser Let's Play-Sache hier, meine Freunde. Bei Let's Play. Du, Mann. Das ist so süß.